Also es gibt mit Sicherheit in Berlin und da würde ich den Reichenberger Kiez auch nicht ausschließen, Vermieter, die so skrupellos sind, dass sie jede Gelegenheit nutzen, ihre alten Mieter loszuwerden, um alles rauszuholen aus ihrem Eigentum, was möglich ist. Also um die gleiche Wohnung neu zu vermieten und vielleicht sogar für das Doppelte oder Dreifache des bisherigen Preises. Am heutigen Montag ist Familie Gübol in Berlin-Kreuzberg von der Räumung bedroht. Zwar hat Familie Gübol keine Mietschulden, klagte aber jahrelang gegen eine vertragswidrige Mieterhöhung. Sie verloren den Prozess und bezahlten die ausstehenden Gelder. Unglücklicherweise passierte dies aber nicht fristgerecht. Der Eigentümer André Flanell nutzte dies, um die Räumung der Familie vor Gericht durchzusetzen. Naja, für uns geht das jetzt so weiter. Wir sind verurteilt worden, die Wohnung zu räumen. Den Schlüssel haben wir nicht abgegeben. Also das ist also für mich ganz schwer, mein Zuhause einfach den Schlüssel abzugeben und das war's. Den Schlüssel habe ich nicht abgegeben und jetzt warten wir auf die Gerichtsvollzieher, die mit staatlicher Gewalt uns ja, auf die Straße setzt, sozusagen. Sie haben sich hier einfach dazu entschieden, in der Wohnung zu bleiben, weil Sie sagen, es ist halt Ihre Wohnung, es ist hier Ihr Zuhause, wie gesagt, seit 35 Jahren teilweise. Und was auch irgendwie richtig bewundernswert ist, dass Sie das halt durchziehen, weil Sie sagen, Sie wollen halt auch ein Zeichen setzen und irgendwie andere Leute zu ermutigen, sich ja genau auch also in Ihren Wohnungen zu bleiben und sich nicht irgendwie verdrängen zu lassen. Als wir gemerkt haben, dass wir vom Gesetz verlassen sind, also gar keine Rechte haben als Mieter, wo das Kapital mehr Recht bekommt als eine Familie, die seit Jahrzehnten in ihrem in ihrer Wohnung wohnt, einfach ja, in die Obdachlosigkeit prozessiert werden kann, habe ich versucht, mir politisch irgendwie Hilfe zu suchen. Es handelt sich um ein Haus von Herrn Franell, der hier mehrere Häuser hat, in dieser Straße, aber auch überhaupt in Kreuzberg, in Neukölln. Und anlässlich des Kiezfrühstücks sind wir darüber informiert worden und viele Leute haben gleich ihre Nachbarn angerufen, weil jeder hat mittlerweile die Erfahrung, dass er hier eigentlich die Miete nicht mehr zahlen kann. Und deswegen sind so viele Leute sofort mobilisierbar gewesen. Ich glaube, alle kennen auch die Bilder aus Spanien, dass Zwangsräumungen zu verhindern sind und die Wut ist einfach groß. Jeder will in diesem Kiez bleiben. Ich bezahle jetzt gerade 715 brutto kalt. Wenn ich jetzt rausgehe, dann kann er locker 1200 Euro brutto kalt bekommen für die Wohnung. Und das ist dann auch, denke ich mal, seine Motivation. Alter, ich bin die Pressesprecherin vom Netzwerk hier. Ja. Und es haben sich so viele Nachbarn gerade spontan bereit gefunden, weil es geht ja auch um eine Aktion, eine Zwangsräumung, wo die Miete gezahlt ist. Mich als Gerichtsvollzieherin interessiert das alles gar nicht, weil es gibt ein Räumungsurteil und aus dem wird vollstreckt und ich bin die Vollstreckung. Die Häuser fehlen diesen Boden! Die Häuser fehlen diesen Boden! Du brauchst gar nicht wiederkommen nach Kreuzberg hier. Widerlicher Job! Scheißarbeit! Am besten gehst du ganz weg gleich. Räumt euch selbst! Ich habe sie gefragt, ob wir den zweiten Termin erfahren. Sie hat natürlich gesagt, sie redet nicht mit mir oder mit uns. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass ihr doch bleibt und wir noch Kaffee trinken und wir vielleicht drüber nachdenken, wie wir auch Franell besuchen und dem auch noch mal sagen, was hier passiert ist oder vielleicht auch andere Sachen. Der neue Vermieter macht das wohl systematisch in allen Häusern, die ihm gehören oder auch nicht gehören, die er verwaltet. Er hat ja auch zwei Hausverwaltungen und da läuft die Masche immer im selben Schema ab. Abhalte, dann übt es Druck auf den Herrn Franell aus, dass er hierher kommt und sich mit uns unterhält.
Dann, wenn es nicht macht, dann ist er selber schuld, wenn ihm dann seine Gewinne oder was flöten gehen. Aber ich meine, wir sind hier, weil hier er hier unter anderem sein Geld verdient. Und er einfach sein Geld damit verdient, dass er Leute im Moment heute aus der Wohnung schmeißen lässt. Und deswegen sind wir hier und halten Sie auch vom Arbeiten. Aber ich habe wirklich nichts gegen Sie persönlich. Aber Sie kriegen jetzt eine Wut ab, die eigentlich den Herrn Franel bührt. Also ich bin auch den Leuten draußen dankbar, die sich solidarisch gezeigt haben. Ja, gestern Abend haben wir uns... Es ist unerwartet für mich, dass wirklich so viele Leute vor der Tür stehen, die davon gehört haben. Ja. Und das sollte, also ich würde das auch machen, ich würde auch solidarisch irgendwo anders stehen, weil alle sind davon betroffen von dieser Geschichte und da muss was bewegt werden. Doch hier fühle ich mich zu Hause, hier tobt das Leben, Ideen stecken sich hier gegenseitig an. Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden, in einer Welt, in der wir keine Orte haben. Es ist unser Haus, es ist unser Haus,